So, endlich geht's hier los, endlich kommen die Restarts, endlich sind alle Spieler drauf. Und hier gibt's schon im Warm-Up ziemliches Beef untereinander. Also, was sie hier raushauen, da scheint ordentlich ja, negative Stimmung gegenseitig zu herrschen. Mal gucken, ob sich das auch aufs Spiel auswirkt. Auf jeden Fall sind wir live. Fnatic darf als CT starten und Faculty muss hier als Terror ran. Faculty haben ihr erstes Spiel auf Mill leider nicht gewinnen können. Bin mir aber gerade nicht mehr sicher, gegen wen. So, gegen Fnatic pusht da offensiv Mitte und am Z-Gang, am Gitter. Faculty entscheidet sich, Katze durchzugehen. Gute Entscheidung, kriegen aber richtig viele Hits. Osmo wird da auch extrem abgeaimt. Also Faculty schon enorm viel Schaden gefangen. Gute Smoke. Mates schieben jetzt auch von der Lobby nach. Bombe wird leider gebankt. Minimalziel wäre jetzt eigentlich noch Bombe zu legen. Mit den HP einfach sehr schwer jetzt die Runde noch zu holen. Mantis campt da unten Lobby ab. Da wird maximal Ritter kommen. Oh, Faculty kriegt da immer weiter Hits. Selbst Ritter kommt nicht. Mantis muss da jetzt anstalten, machen, mal Mitte hochzugehen. Das ist einzige Chance noch, irgendwie die Runde zu drehen. Stirbt, schleicht, schleicht, schleicht. Boah, krass Edge von Trace. Krass Runde aber auch von Fnatic. Der Schaden einfach enorm. Mantis dann Ticken eher oben ist, kann er vielleicht mehr machen. Aber wie gesagt, Schaden einfach bei Faculty schon viel zu viel vorhanden gewesen. Schon viel zu viel gefressen. Aber immerhin Bombe gelegt, noch ein paar Fricks oder gut, einen Frick gemacht. Somit kann man dann nächste Runde kaufen. Das kam mir irgendwie nicht wie Trollen vor. Gerade Freeze, was er dann rausgehauen hat. Stop calling people bro. So, they don't call me bro when you don't have any respect for any people. Auch direkt hier Simon fragt, ob er ihnen helfen kann, dann direkt Teamsay. Also irgendwie, ich weiß nicht. Freeze wird mir auch un zunehmend unsympathischer. Fällt da auf jeden Fall immer auf bei sowas. Aber gut, vielleicht gibt es ja wirklich kleinen Clinch zwischen den beiden Teams. Aus Trainings oder sowas, keine Ahnung. So, gute Entscheidung jetzt noch zum B zu gehen. Bisschen Glück kriegen sie Freeze vielleicht von hinten. Okay, der spekuliert auf dem Gang. Wenn jetzt zurückschiebt, zielt einer hin. Ja, sie contacten da durch. Boah, Freeze. Oh, schön, kriegt den Head. Jetzt gibt es B Gas, aber die Schipnix und Ritter sind schon da zur Stelle. Keine Chance. Keine Chance mit den Glocks auf die Entfernung. 2 zu 0 Fnatic, aber wie gesagt, Faculty kann jetzt auf jeden Fall schon mal kaufen. Some problems. Shut up, ugly kid, hat Trace geschrieben. So have a little respect. Join or default. We can't. Maybe you retarded, bro. The admin says it. Also, der Admin hat gesagt, join oder default win. Und Faculty hat aber direkt geschrieben, dass wir warten. Also, das ist trotzdem warten. So, schöne Headshot wieder mal von Asmo. Ah, leider sterben seine Mates. Und jetzt Asmo gegen zwei. Schön, dass Kirby da noch einen mitnehmen konnte. Und wer ist denn mit der Freeze? Mit Ave gegen Asmo. Oh, Freeze-Hit. Ach, dieser AWP wieder mal. Schade. Faculty hat irgendwie First Track gefangen. Danach konnten sie aber ausgleichen. War jetzt leider mit dem Chat noch beschäftigt und bei Asmo. Also erst der. Direkt der erste Equip abgegeben. So, hier geht's direkt weiter mit der AWP-Action. War schön, aber Mitte geholt.
Schade, wird wohl bei einem Frag bleiben. Oh! Sagte er und in diesem Moment teilte Kirby Headshot aus. So, kommt dann die Waffe. Dizzy holt die Bombe. Ach, Problem ist halt die Ave. Sie haben halt auch keine Smoke. Ah, die Ave ist noch weg. Oh, jetzt gibt's die Flash für Trace. Schönes Teamplay, gut kommuniziert. Ah, aber auch doch nochmal Anti-Flash. Dauert leider zu lange. Ah, gut gespielt von Fnatic. Richtig gut. Hat dann im Endeffekt ein bisschen zu lange gedauert bei Faculty. Trotzdem eine ganz akzeptable Eco. 14-0 für die Dänen. Und jetzt bitte mal anfangen, hier Waffenrunden zu holen. Direkt wieder Push. Mitte. Z gibt's offensiv. So, Lobby jetzt schon mal komplett zerstört. Faculty aber wieder gute Entscheidung, direkt Katze durchzufahren. Also soweit die Entscheidung schon mal vernünftig. Kirby auch eine wichtige Pose da unten. Weil der Z-Lich hat es sogar abgebrochen. Ah, diese Bangs. Schön von Simon. Guter AE. Kirby jetzt eingesehen. Sollte jetzt vielleicht Katze mithelfen. Schöne Gegenfläche nochmal. Dizzy hat auch noch eine. Oh, schön getimte Gegenfläche. Richtig gut, das Delayed den Zugriff richtig krass. Die Flash wird da die Runde mitentscheiden. Oder hat sie natürlich mitentschieden. Freeze auf dem Heimweg. Beziehungsweise stirbt jetzt hoffentlich noch. Ja. Aber beide gestorben. Schöne Runde von Faculty, gut reagiert. Da das 3 gegen 5 war es? 3 gegen 4? Irgendwie sowas. Gute Entscheidung. Trotzdem natürlich müssen die Leute in der Lobby da mehr aufpassen. Ich meine, ich kann es schon verstehen, dass sie nichts wirklich am B machen. In der AWP da oben. Ja, schön von Asmo. Sehr starkes Opening mal wieder. Flash über Bande. Katze wird jetzt auch verstärkt gedeckt von Fnatic. Sieht man jetzt direkt. Noch Ritter B offensiv. Oh, da zählt glaube ich noch keiner richtig ab. Es scheint aber auch große. Doch, Asmo ist sehr stark. Wieder enorm krasse Runde von ihm. Boah, Asmo! 3K, vielleicht kann ich jetzt sogar das Ace machen. 4K! Ach, schade. Dizzy hat ihn geholt, aber trotzdem. Das gibt einen kleinen Applaus für Asmo. Einfach überragend, der Junge. Zwei Runden in Folge somit. Wichtig. Man hat Fnatic jetzt in der Eco. Das sieht doch schon mal ganz vernünftig aus. In der Eco offensiv. Faculty steht aber gut gegen. Stehen da ganz hinten. Sehr schön. Katze gibt's auch den Push. Kirby mit Problemen, aber zum Glück ja die Mates vorhanden und keine Waffen verloren. Souverän, sehr schön gestanden. Dritte Runde, dritte verdiente Runde. Fnatic wieder mit Geld, Freeze natürlich wieder mit Ave. Wie soll es auch anders sein? Faculty behält ihren Aufbau da auf jeden Fall ganz gut bei. Wissen wieder, wo die Aare ist. Oh, Fußhit gegen Asmo, bitte. Aber Simon diesmal mit dem Opening. An der Mitte wahrscheinlich. Ja, Shipnix war Mitte. Aber Trace mit einem schönen Push Mitte runter. Kriegt dann eine Refrag in der Smoke.
Zugriff auch unten Katze, Z gewesen. Und jetzt wieder der Go über Katze. Keine Smoke liegt da. Jetzt hat Freeze natürlich relativ leicht das Spiel da ab und zu aimen. Jetzt liegt die Smoke. Und die sie gegen vier Mann. Eine Fläche hätte er noch. Oh, das sind aber zwei auf Spots. Ah, schade. Ein bisschen mehr Munition hätte er den vielleicht noch bekommen. Und jetzt wird er einfach überrannt. Oh, netter Headshot. What? Oho. Was zur Hölle? Krasse Hits von Dizzy. Aber auch so halbherzig, so halbherzig einfach draufgeraten von Fnatic. Anstatt dass sie einfach geschlossen vorrennen und einer durchspringt oder so. Nee, gehen sie alle so irgendwie an der Kante rum. Trotzdem schöne Headshots von Dizzy. Hat die Runde nochmal richtig, richtig teuer gemacht. So, im Aufbau wird wirklich zur Zeit weiterhin festgehalten. Ach, guter Move von Ritter. Ach, schön. Freeze tot. Mattes weiß, dass da noch einer ist. Schön. Macht da beide B-Spieler. Chipnix aber schon da. Trace auch schon am Schieben. Und Kirby noch mit der Bombe. Banane unten. Katze unten. Ah, jetzt ist diese gestorben. Ich weiß nicht. Ich würde B für den falschen Weg erachten. Und Trace kommt von unten. So, hat er einen gesehen. Hört den anderen. So, Bombe down dort bei ihm. Jetzt ist auch fast egal, dass... Ja, Simon ist halt auf Spot und Mantis da, Banane unten. Oh, das wird ganz schwer. Da ist Simon auch schon gespottet. Ja, Mantis wartet da natürlich auf irgendwie sein Mate, aber... CT wird ihm da wohl kaum reinschleichen, da wurde auch schön abgelenkt unten von Chipnix. Selbst wenn er den Frag gemacht hätte, hätte er wahrscheinlich nicht mit mit Trace unter ihm gerechnet. Der da hier irgendwo stand. Also, schöne Runde. Ging hier auf jeden Fall auf die Kappe von Trace. Schade, dass sie das Faculty nicht machen konnte. Aber wie gesagt, dann B zu gehen, halte ich fast für eine schlechte Entscheidung. Hat man ja auch gesehen. Dann lieber den Mitte-Go oder Katze durch oder sowas. Einfach weil das City-Spiel natürlich enorm in die Breite gezogen werden muss von Fnatic. Diesmal ist einer durchgekommen. Oh, hat Simon wieder den First Fake. Gegen Trace. Ah. So, diesmal haben sie auch gut Kontrolle. Oh Mann, das deckt auch sogar unten ab. Dizzy kommt hier unten. Also sie rechnen gerade, dass unten was ist. So, Dizzy schiebt jetzt, glaube ich, zum Loch hier. Fnatic blockt Katze, das kann Simon ansagen. So, Dizzy hört natürlich jetzt auch die Steps, dass sie sich wieder defensiv ziehen und jetzt einfach den Mitte-Go. Mates schieben nach. Na, Dizzy da zu früh raus. Mann, ist in der Mitte abgesmoked. Oh, das wird nochmal ganz schwer. Sie warten da, bis die Smoke weg ist. Also Mantis an der Mitte. 2 nur am A. Oh, er kriegt ihn nicht kaputt. Ein Spot anscheinend auch nicht. Achso, Gitter. Verstehe ich nicht ganz. So, wo ist die Bombe? 12 Sekunden noch. Oh, gute Flash von Asmo. Oh, die Bombe kriegt er echt noch durch. Schön von Asmo. Jetzt einfach weg. Oh, schön am Schlitz gezielt. Oh, er rechnet nicht damit, dass er auch noch rechts ist. Oh, schön in die Ecke. Schön in die Ecke rein. Nice. Unglaublich starkes Spiel von Asmo. Auch wenn er hier nicht Topscorer ist. Oder? Nee. Ah, scheißegal. Macht so, so wichtige Frags. Wahnsinn. Hätte ich echt nicht gedacht, dass sie die Runde jetzt noch drehen. Super runtergespielt. Das ist, scheint echt ein knappes Spiel zu werden.
Probleme da diesmal bei Faculty. Oh. Netter Todeskampf von Mantis. Ja, diesmal zwei Waffen verloren. Das haben wir vorhin schon mal souveräner gesehen. So, aber Anschlussrunde. Starkes Comeback auf jeden Fall. Nachdem sie 4-0 stand, glaube ich. So, wie gesagt, im Aufbau wird weiterhin festgehalten. Wie ist übrigens jetzt nur noch mit M4? Und Mantis ist wieder. Nee, Asmo ist wieder durch. Trifft jetzt gleich auf Ritter. Oh, der da wirklich gutes Gas gibt. Anscheinend unbekannt gewesen, dass da einer durch hätte sein können. Und unten wird geblockt. Dizzy hat das Duell verloren. Ach. Jetzt kämpfen sie aber auch alle irgendwo einzeln. So, Mantis, Asmo, Kirby schon angeschlagen. Schipnix war auch low. Also die Runde ist vielleicht noch drin. Ich schieb grad zu Asmo. So, der hat auf jeden Fall die Ahnung, wo der B-Spieler ist. Boah, aber im Z. Pass links auf. Boah, man sieht sogar den Schatten eher, wenn er da schleicht und Fokus drauf hat. Aber es ist natürlich auch die Map-Kenntnis, die da irgendwie auch fehlt. Kann man ihm natürlich nicht verübeln. Schön von hinten den Fleck geholt. Und jetzt könnte man eigentlich A gehen. Wenn sie Gas geben. Ja, beide, oh, alle drei sogar drüben. Problem ist, dass sie Low HP haben. Sie müssen eigentlich Mitte. Es dauert zu lange über Katze. So, eine Fläche. Jetzt vielleicht nochmal. Nein, nicht Spotflächen. Highwayflächen. Oh, sie kommen echt drauf. Oh, wenn sie die Runde holen, wäre es so krass. Oh, schöne Gegenfläche. Hat nochmal gesessen. Das Ganze ein bisschen delayed. So, und der Retail kommt. Der Retail kommt vor allen Dingen über Katze. Trace wieder mit einer enorm guten Entscheidung. Das ist fast unmöglich zu holen. Niemand hat Fokus hinten. Asmo? Asmo? Was Asmo heute macht. Krass, wie konnte der... Wie konnte der denn... Wie konnte er Trace denn holen? Das muss ja wieder so ein unglaublicher Reaktionsschuss gewesen sein. Einfach so nur kurz nach rechts gucken. Oh, da ist ja einer Headshot tot. Wahnsinn. Und trotzdem nicht Scoreboard Leader. Auf jeden Fall MVP des Spiels bisher. Ausgleich. 6-6. Das auf Mill. Auf der CT-Map. Fnatic muss wieder sparen. Faculty scheint sich jetzt sogar die Führung zu holen. Diesmal geschlossener Katze-Push. Hier wieder für Naschen. Schön geaimt. Zwei weggeholt mit Head. Oh, Simon. Ich weiß nicht, ob vor Angst ins Loch rein oder... Ach, schön da. Ab. Nein, hinter dir. Springen sie rein oder nicht? Ah, schade. So, Pose ist jetzt aber halt bekannt. Mantis ist auch schon da. Und er macht ihn auch. Führung für Faculty. 7-6. Boah, wenn das ein 9-6 wird. Ja, schöne Katze. Oh, doch. Die Crane. Okay. Hat die schon mal jemand gespielt? Noch nie gehört. Oh. Ich kenne auch den Mapper nicht. Oh, Dizzy First. Asmo, Asmo, Asmo. Set. Ah, das ist aber auch. Ganz ehrlich, da durchschleichen, durch die Smoke. Muss jetzt nicht sein. So, direkt Faculty wieder mit einer relativ zügigen Entscheidung. Finde ich auch gut, dass sie dann nicht noch ewig rumgammeln, sondern einfach einen Entschluss fassen. Katze hoch, auf geht's. Mit gutem Gas. Haben auch relativ viel Raum dort. Spot schon gehört. Also man kann die machen, kriegt aber dick Schaden. Und jetzt Mantis in der Mitte. Mantis in der Mitte. Ein sieht er links noch aufpassen. Oh, schade, den hat er nicht gesehen in der Smoke. Kirby der Einzige mit viel HP. Noch ein HE am Start.
könnte, wenn die sitzt, kann der Trace damit vielleicht wegsprengen. Keiner über Katze, also... Boah, schönes Timing von Kirby. Ist jetzt blind, keine Chance, die HE zu werfen. Nein, verschieß nicht deine ganze Munition. 9-7 Schuss. Simon. Simon, Kirby. Boah, er holt so viel Schaden. Nice. Krasses Spiel von Fickety, ganz ehrlich. Skillmäßig heute mal wieder unglaublich gut dabei. Auch wenn der Start schon wieder sehr, sehr, sehr komisch war. Aber sie haben es halt doch noch geholt am Ende. Krass. Und gewinnen jetzt sogar die Halbzeit ohne gewonnene Pistole. Na, Fnatic enttäuscht aber auch natürlich ein bisschen. Wenn sie solche Runden nicht holen können. Ich meine, es ist ja eigentlich immer so, dass die Faculty-Spieler low sind und dann trotzdem halt die X-on-X-Situationen gewinnen. Oder teilweise halt sogar die Unterzahl. Boah. Sie aimen halt auch einfach besser. Fnatic halt wirklich nicht auf der Höhe. Oh, Kirby. Das Loch war offen. Ich hoffe, das hat er gesehen. Ja, hat nochmal aufgepasst. Dritter, letzter. Oh, der Verband ist krass. 9-6 die Halbzeit. Ohne Pistol. Was eine starke Halbzeit von Faculty. Jetzt die Pistol gewinnen und man kann Fnatic hier sogar relativ hoch schlagen. Aber Fnatic zuletzt gegen Maus schon auch gute Terrorleistung gezeigt. Vor allen Dingen, wenn Freestyle alles hittet mit seiner Arbeit, dann ist es halt einfach auch enorm schwer. So, schauen wir mal an, was Faculty und Fnatic hier für die Pistole vorbereitet haben. Scheint wohl ein B-Rush zu werden. Asmo und Mantis am B. Also auch die Spieler, die als Terror da unten die Lobby immer eingenommen haben. So, boah! Haha! Deckt in den Kopf, als die Leiter hoch ist. Oh, das Geländer, das dodgt ganz gut die Schüsse. Boah, schön geschoben. Schön geschoben. Wahnsinn. Krasse Leistung heute. Und das sah vor allen Dingen gerade, also... Das sah vor allen Dingen gar nicht so souverän aus, muss ich mal sagen. Wenn da nicht direkt die Headshots fallen, habe ich da immer schon ein bisschen Angst, dass die da einfach draufgasen können. War auch richtig gut verschoben, richtig gut angesagt vor allen Dingen auch. Dass da so viele sind, dass es eigentlich klar war, dass es ein Go wird. Schöne Teamleistung auch. Haben alle heute auf jeden Fall dazu beigetragen hier, wenn man hier wirklich gewinnen sollte. Das ist mal gut Probleme da, aber Kirby zur Stelle. Also in der Equipped Round mit einer Arcana-Hand ist einfach übermächtig. Mit einer MP7. Ja, hat er Probleme gegen Glocks. Trotzdem 2-0. Wenig Waffen verloren. Das ist alles kein Problem. Fnatic hat sogar gekauft. Also sie wollen es ja wissen. Wollen Faculty direkt zum Sparen bringen, um hier wieder eine Chance haben, ins Spiel zurückzukommen. An sich eine ganz vernünftige Entscheidung. Faculty ist aber auch nicht dumm und hat auch M4 Farmers. Also sie haben hier keinen wirklichen Nachteil. Mantis pusht auch schön mit seiner MP7 dort. Verringert da quasi den Nachteil. Hat er jetzt unten Close Distance. Asmo kann verschieben, vielleicht noch ein bisschen ablenken, vielleicht noch eine Smoke hinlegen oder so. Kirby Mitte jetzt gesehen, spätestens jetzt muss Asmo schieben. Eigentlich. Ja, ein bisschen zu spät vielleicht. Oh, vielleicht entscheiden sie sich sogar Lobby zu pushen. Nein, rechnen ab. Oh, wie unentschlossen von der Ding ist, aber da gab es eine gute Flash. Hat man gerade auf der Overview gesehen. So, jetzt der Go. Kirby schön an der Smoke vorbei. Kann leider nur einen machen. Simon am Spot fällt auch. Asmo hinten jetzt am Highway.
Oh, wieder so eine ekelhafte Smoke-Aktion da mit da oben. Spot gesprengt, schön. Und er kann durchziehen, er kann durchziehen. Oh, reicht das? Er hat abgebrochen. Oh, nice. Schön abgebrochen, Mann. Fries musste da natürlich drauf. Krass die Runde gerettet, auch wenn sie, wie gesagt, verschoben vom Verschiebegrad. Wie nennt man das? Das Verschoben wurde meiner Meinung nach nicht gut. Aber die Mitte wurde trotzdem gut gehalten mit einer Flash. Das sieht man ja immer schön auf der Overview, wenn da die Zahlen hier, die Kreise so weiß sind. So, für Fnatic einfach nochmal gekauft, was geht. Standarddeckung bei Faculty, 2 am B, der Rest am Groß. Boah, fick. Okay, wie schönes Opening. Da gibt es wieder direkt die Flash für Mitte, für Simon. Schön einen Direkt-Headshot gegeben. Nochmal Flash von Dizzy. Asmo muss da aufpassen. Ist da gut drauf, macht gut Schaden. Mantis auch schön verschoben, hat hinten dicht. Kann dann sagen, dass sie in der Katze drin sind. Schiebt jetzt auch zu seinem Mate. Boah, dieser Asmo, ey. So, und Trace Low hat dann nochmal 1 HP abgezogen bekommen von der HE. Ärmchen wurde, glaube ich, da sogar gesehen. Asmo moved auch immer schön, bleibt nie an derselben Stelle. Ist aber auch schwer zu treffen. Er kriegt den sogar noch. 13-6. Fnatic gerade ein bisschen chancenlos. Rush, direkt der First weg, Fnatic wieder gekauft. HE ist vor, glaube ich, noch ein bisschen Waffenschaden gemacht. Gut verschossen von Asmo und läuft jetzt in den Gitterspieler rein. Uiuiui, der hat aber auch Probleme, da einen Effekt zu setzen rechtzeitig. Kirby schön verschoben, dann Refact gemacht. Oh, jetzt Mantis am B tot. Okay, dort war er. Sorry. Kirby übernimmt das jetzt, diese Mitte. Also das A ist eigentlich ganz solide gedeckt. Nein, wenn Dizzy da ein bisschen wartet und auf Joker spielt. Oh, jetzt die Katze-Steps. Oh, die Flash, die Flash, die Flash. Ah, kommt zu früh. Die saß nicht, die saß nicht. Die kam auch. Erstens zu früh und zweitens zu kurz. Und Kirby geht auf Frag. Er kann es machen. Zwei sind low, Kirby zwar selbst auch low. Auch er bastelt sich hier nochmal eine Flash. Schauen, ob die sitzt. Ach schade, jetzt hat er auch seine Pose verraten. Hätte vielleicht das Zeitfenster nutzen sollen, auf den Spot zu schieben. Ach schön. Wichtig. Bombe gelegt, er weiß, wo er ist. Alter, sie gewinnen aber auch ernsthaft jede verfickte X-Situation. Jede Unterzahl wird eigentlich gewonnen. Kann mich jetzt gerade an keine erinnern. Vielleicht eine oder so. Aber ansonsten gewinnen sie hier jede Clutch-Round. Und deswegen sieht das Ergebnis natürlich auch so unglaublich stark aus für die Deutschen. 14-6 schon. Und das Spiel dürfen sie nie im Leben abgeben. So, Fries jetzt im Rage-Mode mit Abe. Hoffe mal, dass er alle Schüsse verschießt. Direkt die HE und zack ist er tot. Das erste Mal auch, glaube ich, dass Mitte unten einer steht. Mit der Mitte oben gedeckt, ja. Wow, er ist durchgekommen. Knapp, knapp, knapp. Oh, also er ist... Das ist krass, wie Faculty eigentlich immer direkt bei einem drauf ist. Auch wenn da nur ein Frag fällt, aber der fällt halt meistens instant. Findet die Katze somit auch keine Chance zu reagieren. Nur Flash für Dizzy. Oh. Nein.
Also die Katzenfleches sitzen nicht gut, muss man sagen. Aber warum jetzt Ritter nicht Mitte kommt, verstehe ich auch nicht. So, und jetzt können sich alle Fickety-Spieler auf die Katze konzentrieren. Jetzt gibt es nochmal eine Fläche hinter. So, wo ist jetzt das Problem, da den Spot zu halten? Wenn sie es jetzt nicht dumm ausspielen. Einfach Fehler bei Ritter, ganz ehrlich. Oh, 7,1 HP. Knapp, na knapp. Aber wirklich, wenn Ritter da einfach Mitte bleibt, Mitte den Druck macht, das ist einfach so wichtig, dass die, dann können die Mates viel gelassener Katze hochgehen, müssen sich nicht auf alle konzentrieren, sondern wenn der Mittelspieler dann die Flex zieht, ist die Runde so gut wie gewonnen, wenn er wegkommt. Selbst wenn er kurz wartet, einfach bis da Mitte oben welche angesagt wurden, einfach so wichtig, da in Mitte zu haben. Vor allem, weil man keine Smokes und sowas mehr hatte. Oder vielleicht so, keine Ahnung, man hat auf jeden Fall wenig Equip. Kirby wieder Mitte runter. Hast du da schon was gesehen? Die HE sitzt. Ja, saß noch. Hast du mal wird angegangen. Macht keinen. Schöne Smoke. Smoke Flash kommt wie von Mantis. Schön. Er weiß, dass das welche sind. Ah, bitter. Bitter, bitter, bitter. Ah, schön. Und das ist Gigi. So schnell kann es hier vorbei sein. 16:6. Alter, ohne Witz hätte ich nie gedacht, dass Fackety erstens gewinnt und zweitens, falls sie, wenn sie gewinnen, dass sie niemals so hoch gewinnen. Krass. Richtig starkes Match. Fnatic hat einfach nur in die Fresse bekommen für den Chat. Das hat sie wohl auch ordentlich motiviert.